Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Tomaten können jetzt langsam ausgepflanzt werden. Es ist warm genug in der Regel. Die Eisheiligen sind vorbei. Sofern kein Frost mehr zu erwarten ist, auch kein Nachtfrost, können die Tomaten raus. Aber wo eigentlich hin? Was ist der beste Standort für die Tomaten? Das möchte ich euch hier in meinem Video einmal erklären. Bevor wir aber loslegen, habe ich ein kleines Anliegen in eigener Sache. Erfreulicherweise erreiche ich sehr viele Zuschauer mit meinen YouTube-Videos. Leider haben nur ca. 2-3% der Zuschauer auch meinen YouTube-Kanal abonniert. Deshalb meine Bitte, wenn euch das Video gefällt oder auch weiterhilft, dann abonniert gern meinen YouTube-Kanal. Das Ganze ist auch kostenlos. Ihr unterstützt mich damit sehr auf YouTube. Ich bin auf eure Unterstützung angewiesen, um auch weiterhin kostenlos für euch Videos zu machen. Und natürlich freue ich mich auch sehr darüber. Genauso wie natürlich auch über einen Daumen nach oben. So, jetzt geht's los. Was ist der ideale Standort? Was mögen Tomatenpflanzen gern? Wichtig ist, dass es ein warmer und sonniger Standort ist. Tomaten mögen es auch nicht gern so feucht. Zum Beispiel im Gewächshaus mögen sie es ganz gern, wenn es da auch gut belüftet ist. Ein Gewächshaus ist eigentlich sehr ideal für Tomaten, weil es auch überdacht ist. Ihr wisst, dass die Tomaten es nachher nicht mögen, wenn Regen oder Wasser allgemein von oben kommt. Gerade wenn das auf den Tomaten hängen bleibt, gibt es meistens unschöne Stellen. Deshalb ist es immer wichtig auch, dass man die Tomaten nur von unten gießt. Aber der Standort sollte halt wirklich warm und sonnig sein. Wer jetzt kein Gewächshaus hat, kann sich vielleicht auch die Anschaffung von so einem kleinen Foliengewächshaus mal überlegen. Die sind teilweise für wenig Geld zu haben und auch schnell aufzubauen. Ich kann euch das, wenn ihr wollt, mal gern unten in der Videobeschreibung verlinken, so ein kleines Gewächshaus für Tomaten. Da kann man meistens ja 2-3 Tomatenpflanzen problemlos reinpflanzen, den kleineren. Und wenn man etwas Größeres haben will, dann passen da auch etwas mehr Pflanzen rein. Ja, wer seine Tomaten ins Freiland pflanzen will, weder in so einem Foliengewächshaus oder in einem solchen Gewächshaus, da habe ich auch noch einen Tipp. Wer seine Tomaten ins Freiland pflanzt, der sollte sich überlegen, ob er vielleicht einen Standort hat, wo viel Sonne ist und vielleicht eine Hauswand auch noch da ist. Dort ist es meistens windgeschützt und ihr habt noch den großen Vorteil, dass auch oft der Dachüberstand die Tomaten vor Regenwasser von oben schützen kann. So ist halt gewährleistet, dass ein perfekter Standort für die Tomaten herrscht und die Abwärme von der Hauswand strahlt zusätzlich noch Wärme ab. Pflanze es natürlich nicht direkt oder zu dicht an der Hauswand, damit es zu heiß wird, gerade bei dunklen Wänden. Wenn dort zu viel Wärme abreflektiert wird, dann solltet ihr ein bisschen aufpassen. Natürlich sollten die Pflanzen auch vorher an die Sonne gewöhnt werden, das heißt draußen erstmal abhärten und dann nach und nach an die Sonne gewöhnen, sonst gibt es einen Sonnenbrand und die Pflanze kann kaputt gehen. Aus dem Grund erstmal langsam an die Sonne gewöhnen. Was auch noch wichtig ist, als Boden würde ich euch einen nährstoffreichen, durchlässigen Gartenboden empfehlen. Staunässe sollte auf jeden Fall vermieden werden. Wenn das Wasser nicht richtig abfließen kann, dann gibt es schnell gelbe Blätter bei den Tomaten. Gleiches gilt natürlich auch, wer seine Tomaten im Topf anbauen möchte. Auch hier ein sonniger, windgeschützter Standort, der warm ist. Zum Beispiel ein Balkon eignet sich hervorragend dafür. Oder auch die Terrasse. Ihr könnt sehen, auch hier habe ich eine Hauswand, wo ich die Tomatenpflanzen in der Nähe positioniere, sodass halt auch die Wärme von der Hauswand abgestrahlt wird, sodass es die Tomaten schön warm haben und hier sind sie natürlich zudem noch windgeschützt. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen mit dem richtigen Standort für die Tomaten. Ich fasse nochmal zusammen. Nährstoffreicher, durchlässiger Gartenboden, sie mögen es warm, windgeschützt und sonnig. Das sind so die wichtigsten Sachen und vor allem die Überdachung oben, damit der Regen oder der Niederschlag nicht von oben auf die Tomatenpflanzen oder auf die Tomatenfrucht abprasselt, immer schön von unten gießen und dann geht es den Tomaten auch wirklich gut. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert auch gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin!